In der Informationsveranstaltung im Februar hat unser Bürgermeister Herr Riesch vorgestellt, dass hier im Kajatäle Ost eine Unterkunft für ca. 50 schutzsuchende Menschen gebaut werden soll, weil dies angeblich die beste Möglichkeit für die Gemeinde sei. Wir von der Gruppe Besseres Gärtringen sind nicht dieser Meinung. Die Unterbringung von ca. 70 Flüchtlingen erfolgte bisher dezentral und war unserer Meinung nach sehr erfolgreich. Nachdem mit der Unterkunft für ca. 100 schutzsuchende Menschen im Gewerbegebiet im Gebäudemöbel Brodbeck schon der erste Fehler im Sinne einer zu großen Unterkunft gemacht wurde, sollten wir diesen nicht gleich wiederholen. Wir fordern statt einer weiteren großen Unterkunft für ca. 50 Personen eine Aufteilung auf mehrere kleinere Standorte, um damit eine bessere Basis für eine erfolgreiche Integration zu legen.